Leo alles. Sieht schon sehr nach Chaos aus. Übel, ja. Übel, übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Richtig? Ja. Richtig. Hallo Leute. Ja, wie ihr seht, geht's an unserem Audi 300 weiter. Der Pille war fleißig, weil was wir hier schon mal gemacht haben, wir sind wieder ein paar Schritte weiter mit unserem. Micha, soll ich aufstehen? Mhm. Zack, da bin ich. Wir sind ein paar Schritte weiter mit unserem Audi 300. Und zwar, Motor hängt fest drin. Wir gehen am besten mal vorne hin und gucken. Unser Motor ist fest verbaut. Alles soweit angeklemmt. Hier seht ihr das Kabel für ein Luftmassmesser. Luftmassmesser ist alles nur theoretisch angeschlossen und noch gar nicht so richtig alles verkabelt. Weil wir legen nachher den Kabelbaum natürlich oben lang ordentlich. Das werden wir alles ordentlich machen. Hier werden wir was mit dem Luftfilter machen oder die Ansaugung halt nach unten zur kalten Luft. Früher haben wir mal Audi S2 gehabt, haben hier einen K&N-Filter drauf gesteckt und haben uns gefreut über das. Haben uns über das Geräusch gefreut, weil serienmäßig das Schubumluftventil. Macht er sich lustig über mich, ja, ne? War nicht ganz so. Klingt ein bisschen intensiv, aber mehr so. Huh. Naja, jedenfalls ist das Schubumluftventil hier. Das heißt, wenn ihr die Drosselklappe zumacht, macht der quasi der Lader oder der Lader noch den Überdruck und muss den loswerden. Und dann bläst ihr das quasi in den Luftfilter rein, die überschüssige Luft. Und weil ihr den hier oben hier offen habt, hört ihr das dann. Also früher S2-Fahrer, jeder 200er-Fahrer, S2-Fahrer hat immer einen K&N-Filter drauf gehabt und hat sich tierisch über das Geräusch gefreut. Was er dann immer im Nachhinein aber gemerkt hat, hat er 2-3 Mal Gas gegeben, hat er viel, viel weniger Leistung gehabt. Wie ihr seht, habt ihr dann den Luftfilter quasi wirklich hier an dieser Position. So, hier haben wir unsere Auspuffanlage, unser Turbolader. Alles glüht, alles wird heiß. Das heißt, die Umgebungsluft hier drin ist natürlich heiß. Das heißt, er saugt schon hier, hier, natürlich auch von unten, die heiße Luft an. Verdichtet die in unserem Turbolader und drückt sie dann durch unseren Ladeluftkühler. In die Drosselklappe, also durch die Drosselklappe in den Zylinder. Wenn ihr natürlich von der Umgebungstemperatur schon, sag ich jetzt mal einfach 100, 150 Grad heißere Luft ansaugt, muss er dementsprechend die heißere Luft ja auch kühlen. Da serienmäßig ein S2 oder ein Audi 200 einen extrem schlechten Ladeluftkühler hat, oder was heißt extrem schlecht, aber auf jeden Fall keinen perfekten, und ihr dann quasi euer Ansaugbild oder eure Ansaugtemperatur ja künstlich, oder was ist künstlich? Ihr erhöht sie ja dadurch, dass ihr hier aus dem Motorraum euch eure warme Luft zieht. Die enthält weniger Sauerstoff, sprich, unsere Verbrennung ist schlechter, der Kühler muss mehr ackern, oder was heißt mehr ackern? Er schafft diese Kühlwirkung nicht zu leisten und er hat eine heiße Ansaugluft. Der Temperatursensor erkennt, dass ihr eine heiße Ansaugluft habt und regelt Zündwinkel und Ladedruck weg. Was bedeutet? Weniger Zündwinkel, weniger Ladedruck heißt langsamer fahren. Also sprich, Motor keine volle Leistung. Ganz kurz zum Thema Luftfilter. Wir bauen das natürlich dann nach unten hin, dass er hier unten irgendwo Fahrtwind technisch was bekommt. Weil die originale Audi 200 Kiste passt hier nicht hin. Erstens ist der Scheinwerfer etwas tiefer und zweitens haben wir hier so unser Überbrückungspin. Masse plus, was nachher zur Lichtmaschine geht, dass wir unser Auto überbrücken müssen und nicht immer unter die eigentliche Sitzbank zu überbrücken, sondern hier vorne konnte man den dann überbrücken. Ich finde das einen coolen Gimmick, möchte ich auch gern beibehalten. Und da dieser kleine Turbolader ja nicht ewig hier in dem Auto bleiben wird, kommt ja immer mal ein größerer hin. Also brauche ich ja auch keine Luftfilterkiste. Ist jetzt quasi alles nur für Quattro-Legende gemacht, dass wir halt einfach fahren können. Deswegen Kabelbaum verlängern, Luftfilter nach unten, Ansaugung, Hauptsache wir können fahren. Schubumluftventil steckt nicht mehr in der Ansaugung, sondern, übrigens, es ist nicht mein 20er Radschlüssel geworden, sondern das Schubumluftsystem sitzt jetzt hier dahinter. Da unten seht ihr das, geht quasi ins Freie. Hab es aber so gebaut, dass wir den Schlauch hier lang vorne legen könnten und wieder in die Ansaugung legen könnten, weil ich mir nicht sicher war, ob wir die Luftfilterkiste fahren. Deswegen haben wir es bewusst so gebaut. Was noch fertig ist, Wasser-Ladeluftkühlersystem dicht zusammengebaut, kann anspringen. Wie ihr seht, haben wir hier noch keinen Gaszug, also Gas geben ist noch nicht. Benzinversorgung ist dran, eigentlich ist alles dran. Pille, was machst du gerade noch? Eigentlich nur Kosmetik. Was ich nur sagen kann, dass der, da ist der Sicherungskasten. Oh, ich glaube, das ist der vom 200er, richtig? Ja, das, nee, das ist vom V8 geblieben. Das ist der vom V8 geblieben. Ja. Beim Audi 200 sitzt der ja vorne links in der Ecke. Beim Audi V8 sitzt er hier. Deswegen passt auch der Kabelbaum nicht so 100%, weil wir den ein bisschen länger in den Innenraum gezogen haben. Und der Pille hat aus, am besten erzählst du selber, was gemacht hast. Ja, was soll ich sagen? Aus dem, ja, den V8er Motorkabelbaum, klar, haben wir alles rausgenommen. Den 200er Kabelbaum gestrippt, dann im Endeffekt die einzelnen Kabel angeschlossen. Beziehungsweise nur das Wichtigste, ne? Weil, warum auch immer, der Innenraumkabelbaum nicht so toll war. Durch
Vorgänger, würde ich jetzt behaupten, weil einfach schon viel weggeschnitten wurde, ne? Und viele Kabel schon aneinander gekommen sind. Dementsprechend Bordelektronik eh schon nicht mehr viel funktioniert hat. Jetzt funktioniert alles. Jetzt ist nur noch Kosmetik. Schön machen. Und dann läuft das. Genau, für diese Kosmetik nehmen wir uns natürlich jetzt Zeit, gerade für Kabelbaum, weil das Ding soll uns ja auch nicht unbedingt abbrennen. Das war schon mal wichtig, weil es war wirklich abenteuerlich. Pelle hat mir das gezeigt, es war ein Kabel abgeschnitten, weil ihr müsst euch vorstellen, hier war ja eine ganze Menge Luxus in dem Auto. Dadurch, dass der aber so leergeräumt ist, wie er ist, ist natürlich die Hälfte weggefallen. Und das heißt, es wurde einfach alles abgekniffen, fertig war das. Und jetzt hat Pelle sich die Mühe gemacht, die Kabel alle aufgeschnitten und hat wirklich die Kabel, die wir nicht mehr brauchen, also wie... Ich überlege gerade, in der Mittelkonsole waren ja ohne Ende Kiste steht da hinten, da ist ja einiges drin am Kabel. Ich zeige euch gleich mal die Kiste in unserem Lager, was Pille da rausgeschnitten hat. Allein, es sind doch schon ein paar Kilos. Klimaanlage, Klimastellmotoren und, Lautsprecherverkabelung, was da alles hier unter dem Armaturbrett lag, hat er rausgeholt. Er hat jetzt den Kabelbaum mit dem Kombi-Instrument quasi von dem Audi 200 eingepflegt. Dass wir natürlich Armaturen haben, Drehzahlmesser, Tacho, Öldruck und sowas, dass das alles über die originale Motorelektronik funktioniert. Das Auto hatte ja schon keinen Zündschluss mehr, somit haben wir das quasi so ein bisschen übernommen. Weil das Auto schön oldschool ist, haben wir hier einen Sicherungshalter noch nach außen gemacht. Fand ich persönlich total geil, dass man immer sieht, wie Sicherung kaputt ist, die für den Motor interessant sind oder relevant sind. Da sind wir dann auch schon soweit fertig mit. Ihr müsst euch vorstellen, Pella musste den ganzen, also fast wirklich den ganzen Kabelbaum mal neu legen, ne? Ja, größten Teil. Problem ist die Schaltpläne, das hat ja auch alles nicht so wirklich gepasst. Ja, wir haben uns nachher echt gestaunt und das als allererstes, was wir richtig gerudert haben, ich bin echt froh, dass wir den Audi 200 als Schlachter hatten, weil wir so einige Teile brauchten, wo wir nachher gar nicht mit gerechnet hätten. Ich habe gedacht, ach, Motor hast du ja da, ein Kabelbaum hast du auch da. Da wir hier ein Automatikmodell hatten, seht ihr jetzt unseren Shortshifter. Den haben wir auch schon bekommen, gehen wir aber auch mal weiter in den nächsten Videos ein. Wir haben den jetzt schon mal angefangen einzubauen, müssen das Ganze jetzt auf Schaltung umbauen. Der Tunnel ist ja ein Automatiktunnel, deswegen haben wir es erstmal lieblos ein bisschen aufgemacht, dass wir schalten können. Noch haben wir uns damit gar nicht groß beschäftigt, aber ich glaube die... Ich gucke, ich setze mich mal rein. Also wenn ich mir vorstelle, wenn wir hier sitzen, nehme mein Sporlenkrad, komme ich hier rein und mache erstmal... bereite mich vor und dann... Heißt schon, allein die Schaltwegverkürzung, wir haben es jetzt noch nicht eingestellt, die Stange, die wir uns jetzt hierfür gemacht haben, weil hier unsere Position von dem Schaltgetriebe wäre ja normalerweise weiter vorne. Dadurch, dass wir hier einen Automatiktunnel haben, müssen wir das selber alles noch ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, die Schaltung, das wird schon, auch von der Optik her, guckt euch das an, das Ding sieht schon... Sieht gut aus, ne, Micha? Findest du nicht auch gut? Hat so ein bisschen was vom Rennfahrer. Unsere Pedalerie, jetzt haben wir ja ein Kupplungspedal, Bremspedal und da hinten liegt noch so lieblos. Muss man hier ein bisschen aufbauen. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir ja unsere drei Pedale wieder hier. Guck mal, hier liegt auch noch so lieblos unser Klimabedienteil. Das kommt natürlich wieder da oben rein irgendwann. Sonst keine Lüftung. Sonst keine Lüftung. Und wir wollen ja, wenn es regnet auf der Quattro-Legende, brauchen wir erstmal Lüftung und wir brauchen ja auch gleichzeitig mal vielleicht Warmluft, wenn einem kalt ist. Das war mir schon extrem wichtig. Der Pelle macht jetzt Kosmetik, das heißt, wir kriegen die Kabellagen alles noch hin. Das wird natürlich nicht geil aussehen. Ihr habt schon ein paar Mal in den Kommentaren erwähnt, von innen musst du aber was machen. Ja klar muss ich von innen was machen. Das sieht schon echt übel aus jetzt hier drin. Und wir sind froh, dass wir den Zeitplan überhaupt gestemmt kriegen, weil bei uns viel sich tut in nächster Zeit, auch firmentechnisch wieder. Aber ich glaube, der wird schon gut fahren. Ich glaube, der wird gut fahren. Auch schon mit der kleinen Motorset. Ich sag mal, das Ding hat jetzt vielleicht, wenn es hochkommt, 300 PS. Ich denke schon, das rockt. Dann was meinst du gewichtsmäßig? Gewichtsmäßig, der Unterschied? 200er V8. Boah, gewichtsmäßig, eine gute Frage. Wir bauen ja hier einen 8-Zylinder aus und bauen 5-Zylinder ein. Schon mal weniger Zylinder, weniger Hubraum. Das Getriebe ist bestimmt die Hälfte leichter. Das Automatikgetriebe war schon ein ordentlicher Klotz. Und das Getriebe hier ist viel kleiner, viel, das sieht man schon, habt ihr ja gesehen, wo wir die Motoren verglichen haben. So, nach da kommen hier Sachen zu. Ladeluftkühler kommt zusätzlich. Turbolader ist ein bisschen schwerer und. Aber an sich, glaube ich, gewinnen wir durch Motor- und Getriebeumbau. Man hätte es alles wiegen können, aber ich vermute locker 100 Kilo. Und zum Beispiel, was hier natürlich auch mega schwer drin ist, die Klimaanlage mit dem Klimakühler und, die ganzen Leitungen, das ist alles mega schwer, ist auch raus. Aber was wir jetzt zeigen können ist, wir haben alles schon angeschlossen. Also Wasserkreislauf ist komplett zu und wie ihr seht, jetzt kommt es wieder. Hier ist ein Bogen drin mit einem Schlauchabgang. Jetzt sagt ihr euch, hätte doch ein schönes Stück Alu nehmen können. Haben wir nicht da gehabt. Aber aus jeder Wühlkiste könnte von... Ist es von VW? Das wird ein VW-Teil sein. Irgendwo ist das ein Abgang, zack, eine Schraube rein. Wenn man die noch ein bisschen schwarz macht, fällt das... Golf 4? Von Golf 4 höre ich gerade.
haben wir hier so einen Abgang. Einfach verbaut, funktioniert. Die Kühlwasserschläuche sind teilweise, das ist doch Kühlwasser, das ist die Zusatzwasserpumpe, wenn das Auto aus ist, dass quasi der Wasserkreislauf weiter zirkuliert, ist ja auch. Dann habe ich hier einen Schlauch gesehen, den hat, da ist Pelle ganz stolz drauf. Der hier, den sieht man nur hier, zu unserem Zusatzwasserkühler. Der geht unter der Ansaugbrücke her und geht hier dran. Jetzt guckt mal, der Schlauch ist ein Teil ohne Schnitt. Und wenn ihr, das sieht man jetzt nicht, der geht quasi unter der Ansaugbrücke wie so ein U, wieder hier nach oben mit dem Bogen. Der ist nicht von dem Auto. Es gibt das ja so gar nicht in Kombination, weil das ist vom Audi S2 oder Audi Coupé Automatik, dieser Kühler. Und es gibt den ja gar nicht so in der Position. Aber der Schlauch passt so, als ob er hier reingehört. Das ist geil, wenn ihr so eine Wühlkiste habt. Das habe ich ja schon mal erzählt. So Wühlkisten, Kramkisten, die sind Gold wert. Jetzt fragt ihr euch, alte Rohrbögen, das von einem TDI, warum hebt man sowas auf? Ich glaube gar nicht, was so eine Kiste an Gold wert ist, wenn ihr ein Auto baut, einen Motorswap macht, wo der Motor gar nicht reingehört und ihr habt so eine Kiste, wo man auf jeden Fall was basteln kann. Diese Kisten sind immer sehr, sehr wertvoll, also für mich zumindest. Das heißt, Wasser drin, Luft, also System ist dicht, Spritsystem ist auch dicht. Meinst du, wir können mal starten? Ohne Auspuff, also hier ist unser Downpipe, ist quasi dran. Unten haben wir einen Adapter gebaut auf 3 Zoll. Und dann fangen wir an mit Katalysator und sowas zu bauen und Auspuffanlage. Das ist der nächste Schritt. Wir haben noch keinen Gaszug, aber ich habe ihn einmal schon mal kurz laufen hören. Dann haben wir gesagt, komm, okay, läuft. Er würde jetzt quasi, wenn er anspringt, nochmal laufen. Wir hören mal. Das wird geil. Wir werden die Auspuffanlage. Jetzt kommen die ganzen Abgase durch den Boden, oder? Die sind nicht so gut. Die sind gerade nicht katalysiert. Boah, Junge, was habe ich jetzt gesagt? Kein Katalysator verbaut. Das ist gerade nicht drin. Habt ihr gehört? Katalysatorisiert. Was auch ganz wichtig ist, hier haben wir einen. Das ist übrigens ein Plexiglas. Ich glaube, das war mal irgendein altes Schild, was ich bei uns gefunden habe, was wir eigentlich bekleben wollten. Da sagt der Pille, hast du kein Alu hier? Hab ich nicht. Also habe ich ein Plexiglas genommen und habe das hier ausgeschnitten. Jetzt fragt ihr euch, warum macht ihr das da drüber? Das sieht gerade nicht schön aus, aber die Luft, die einströmt, muss ja den Kühler, der relativ weit hinten sitzt, anströmen. Wenn ihr jetzt hier dieses Blech nicht drüber habt, würde die Luft quasi schon hier vor sich im Motorraum verteilen und nicht durch das Kühlnetz durchströmen quasi. Und jetzt müssten wir das eigentlich noch seitlich zumachen und unten drunter machen wir es eh zu, dass die Luft, die hier einströmt, quasi durch den Kühler muss. Wie ihr seht, ist ja noch nicht mal ein Lüfter hier dran. Das heißt, wir müssen auch noch einen Lüfter haben. Also, es sind natürlich noch einige Sachen zu machen. Aber wie ihr hört, Grundprinzip, er läuft schon mal. Auspuff müssen wir, wie gesagt, noch bauen für Quattro Legende. Schaltgestänge, was wir gezeigt haben, müssen wir noch... Neues Wastegate drauf. Neues Wastegate? Ah, das war gerissen, ne? Jo, das sieht man gar nicht. Doch, man sieht den Riss hier. Siehst du den Riss? Mhm. Und da kam sowieso kleine... das war, weil der Kondenswasser im Auswehr entsteht, hat hier so ein bisschen Wasser rausgedrückt. Da denke ich, hä, was ist denn da? Das Gute ist, wir haben natürlich ein paar Ersatzteile immer da. So, Wastegate haben wir auch da. Flüssigkeit müssen wir wieder auffüllen. Wie ihr seht, Servobehälter ist leer. Bremsflüssigkeit ist leer. Das heißt, Kupplungspedal, die Leitung... Oh, guck mal, die Jungs waren schon fleißig. Das ist unsere Kupplungs... Ich vertue mich immer. Ist das der Geberzylinder am Getriebe, ne? Oh, Pelle weiß es auch gerade nicht. Wie? Ich weiß es nicht. Geber am Getriebe. Nehmer? Ja, sicher. Man kann sich darüber streiten. Es gibt einen Kupplungsnehmer und Geberzylinder. So, wie ist es denn technisch richtig? Was ist am Getriebe? Ist das Nehmer oder Geber? Ich vertue mich hier dazu. Warum Nehmer? Achso, er gibt den Druck weiter und er nimmt ihn an. Jetzt habe ich es gecheckt. Habe ich mir, siehste, gut erklärt. Ich kann natürlich, ich flache manchmal in meinem Gehirn auch nicht so. Unseren Nehmerzylinder, den weil... Den müssen wir nochmal zeigen. Da, hier hinten, da sitzt er. Siehst du meinen Finger jetzt? Der streichelt ihn von der Seite. Siehst du das? Nicht, dass er gleich ich groß sehe. Wird. Ja, nicht, dass er gleich groß wird. Das ist unsere Leitung. Die müssen wir hier quasi an diese Leitung noch dran schrauben.
Jetzt habe ich sie gerade zusammengesteckt. Siehst du, da. Mhm. Und die geht zu unserem am Pedal sitzenden Kupplungsgeberzylinder. Quasi, wenn ihr das Pedal drückt, weil Micha fragt immer diese Fragen. Vielleicht machen wir da mal ein Video drauf. Micha hat mich zum Beispiel gefragt, ganz kurz raus. Jetzt merkt ihr wieder, ich muss das jetzt einmal ganz kurz für euch erklären. Ich erzähle 70%. Pock weg und fangen wieder bei 0 mit einem anderen Thema an. Wieder 70%, pock weg oder 60. Und dann haben wir eigentlich über den Kupplungspedal gesprochen. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr das Kupplungspedal tretet, müsst ihr vorstellen, drückt ein Pin in einem Gehäuse und drückt die Flüssigkeit, deswegen heißt es Geberzylinder, drückt die Flüssigkeit durch die Leitung in den Nehmerzylinder. Der Nehmerzylinder hat einen Kolben oder eine Stange, die drückt dann quasi gegen die Kupplungsdruckplatte. Somit trennt ihr Kupplung, dieses Kupplungskit, also ihr trennt den Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe. Das war die Kurzfassung Kupplung. Und der Micha hat mich die Tage gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich mit meinem Fuß, boah krass, guck mal da, das ist Senf. Da fällt mir auch eine Sauerei zu ein. Hast du das Bild gesehen gehabt? Mm-hmm. Wir haben so eine kleine... Du längst, merkst, du bist schon wieder weg vom Thema. Ist ja egal, ich wollte den Senf aber erzählen. Hier ist das Bild zu dem Senf. Da könnt ihr euch selber überlegen, was passiert ist. Das andere ist übrigens Ketchup. Der Michael hat gefragt, was passiert, wenn man mit meinem senfbeschmierten Schuh auf das Gas prallt. Was passiert? Hast du mich so gefragt, ne? Richtig. So, und dann habe ich gesagt, ja, dann öffnest du hier die Drosselklappe. Vollgas, Drosselklappe. Und dann sagt der Michael, ja, wie geht's weiter? Und da denke ich, jetzt muss ich, denke ich so, Digga, das ist so Schulwissen. Und nachher dachte ich mir so, hey, so Schulwissen ist das auch nicht. Weil es gibt bestimmt viele von euch, die sich sagen, okay, was passiert wirklich? Aber das hier zum Beispiel zu erklären, wäre ein eigenes Video. Dafür würde ich dann rübergehen zu Björn, würde ich vorschlagen. Björn ist motortechnisch noch weiter als ich. Erklärt euch mal einen Motor, wie so ein Motor funktioniert. Vielleicht mit Schnittbild und. Wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir das nämlich mal. Weil dann habe ich den Björn als Erklärbär dabei. Ich dabei, der sich eh tausendmal verhaspelt. Und der Micha, der es nicht versteht. Und ihr vielleicht auch nicht. Weil ich zum Beispiel, die Leute, die Grundwissen haben, wissen genau, was passiert, wenn hier jetzt die Drosselklappe aufgeht. Du weißt es nicht, ne? Nee. Siehst du? Und da bin ich mir sicher, der Björn und ich als Erklärbären, das wird der Knaller. Falls ihr das wissen wollt. Ich erkläre es aus meiner Sicht. Der Björn wird es aus seiner... Der Björn erklärt es auch richtig. Nicht richtig. Er erklärt das aus seiner Professorensicht oder aus seiner Motorendoktorensicht. Und ich erkläre es als Holzkopf. Ja. Haben wir jetzt eigentlich genug Käse geredet? Ja, ne? Was meinst du? Das ist der Kabelbaum jetzt vom... Toll, einfach toll. Das Pelle, was war der letzte? Das war Masse? Nee. Plus und Masse, das knallt klasse. Das war letztes Mal dein Slogan. Plus und Masse. Was ist Masse? Der Minuspol. Plus ist der Pluspol. Ah, okay, ja gut. Plus und Masse, Beispiel, das knallt klasse. Ja, okay, ich dachte jetzt Minuspol nennt man auch Minuspol. So, weißt du, was ich meine? Der Minuspol ist, nee, das ist der Nordpol, ne? Jetzt wieder Käse geredet. Wir lassen das für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Resttag. Ich bin raus und suche den Masse Nordpol. Junge, was ist denn Käse? Manchmal frag ich mich, geh weg, ey.